Hallo und herzlich willkommen bei English with Susan. Heute geht's ins tiefe England, ins Herz Englands. Womit? Mit den sogenannten Short Answers. Viele Briten empfinden Deutsche als unhöflich und es liegt auch daran, dass wir Deutsche auf eine Frage einfach nur manchmal mit Ja oder mit Nein antworten. Das ist in England nicht der Fall. In England wird nicht einfach nur eine Frage mit Ja oder Nein beantwortet, sondern es wird an das Ja und Nein eine sogenannte Short Answer gehängt. Und die gucken wir uns heute einmal an. Viel Spaß und Freude bei der Reise in das Herzen Englands. Also, was sind Short Answers? Short Answers sind Kurzantworten. Kurzantworten in der Regel auf Ja- oder Nein-Fragen. Sie werden häufig gebraucht in England. Und zwar, weil es höflicher ist, weil es Engländer als unhöflich empfinden, einfach nur ein knappes Ja oder ein kurzes Nein zu hören. Wie werden die jetzt also gebildet, diese Short Answers, die an Ja oder Nein drangehängt werden? Also, eine Short Answer besteht aus zwei Teilen. Erstens aus dem Hilfsverb, zweitens aus dem Personalpronomen. Gucken wir uns erstens das Hilfsverb einmal an. Das Hilfsverb ist das Hilfsverb, was auch in der Frage benutzt worden ist. Das heißt, jede Short Answer hat ihr eigenes Hilfsverb und dieses Hilfsverb ist das aus der Frage. Wenn in der Frage also ein will steht, wie in meinem ersten Beispielsatz, will you travel to England this summer, dann sage ich, yes, I will. Oder do you like chocolate? Dann sage ich, yes, I do. Oder did you travel to England last summer? Dann sage ich, no, I didn't. Sie sehen also, ich übernehme aus der eigentlichen Frage das Hilfsverb und verknüpfe das mit meiner Short Answer. Und wenn ich eine No-Antwort gebe, dann brauche ich natürlich noch ein Not. Ich muss ja die Verneinung betonen. Zweitens, der zweite Teil einer Short Answer ist das sogenannte Personalpronomen. Personalpronomen werden genommen, um nicht den Namen der Person zu wiederholen. Zum Beispiel, will Peter travel to England this summer? Da würde man in der Short Answer sagen, yes, he will und nicht, yes, Peter will. Short Answer ist ja sozusagen der Name Programm. Es wird also verkürzt und ich verkürze den Namen Peter mit dem entsprechenden Personalpronomen he oder mit she, bei Sarah. Does Sarah like chocolate? Yes, she does. Natürlich geht das auch mit anderen Namen. Did Mr. Miller travel to England? Yes, he did oder no, he didn't. Also in beiden Fällen immer das Personalpronomen nehmen, anstatt den Namen zu wiederholen. Jetzt kommen einige Beispiele für die Short Answers. Ich zeige Ihnen jeweils an dem Satz, welches Hilfsverb genommen wird und welche Person. Beispiel. Have you got a girlfriend? Yes, I have. Das Hilfsverb ist have, nehme ich in der Short Answer auf. Oder is she nice? Yes, she is. Also auch das Personalpronomen she wird natürlich auch wiederholt. Das muss ja nicht weiter verkürzt werden, geht ja auch gar nicht. Oder do you see each other very often? No, we don't. Also das Hilfsverb ist do in der Frage und es wird hier verneint. Doesn't she live in the same town as you? No, she doesn't. Also auch da übernehme ich wieder das Hilfsverb. Das. Can I meet her one day? Hilfsverb ist can, kommt also Short Answer vor. Yes, you can. Das sind die sogenannten Short Answers für die Ja- oder Nein-Fragen. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Kapitel der Short Answers, nämlich das typische Ja, ich auch. Oder einfach nur ich auch oder er auch oder sie auch. Und das möchte ich mir auf Englisch mal näher angucken und auch in der Verneinung. Also, wenn ich sage, Peter spricht Englisch und ich möchte sagen, ja, ich auch, dann muss ich das anders machen als auf Deutsch. Und das mache ich in der Short Answer nicht mit to. Wenn ich einen normalen Satz sage, dann würde ich sagen, Peter speaks English, I speak English too. Das ist Doppel-O und heißt auch. Das ist nicht gemeint, sondern wir nehmen hier nur die Short Answer, nämlich dieses ich auch oder ich nicht. Auf ich nicht gehe ich später ein. Bleiben wir erstmal bei ich auch. Dann nimmt man nämlich das Hilfsverb in der richtigen Zeit. Das heißt, in meinem ersten Satz bin ich im Simple Present. Das Hilfsverb vom Simple Present ist
do, beziehungsweise he, she, does, und das nehme ich. Und damit mache ich dann folgende Reihenfolge. Ich fange mit so an, nehme dann das Hilfsverb und dann die jeweilige Person. So do I, heißt ich auch. Zweites Beispiel, ich sage I love chocolate. Jetzt möchte ich sagen, er auch. Und da sage ich, so does he. Also ich muss sozusagen immer das Hilfsverb anpassen an die Person. Und he, she, it, das S muss mit, also das. Oder geht auch problemlos in der Vergangenheit. Peter went to London. So did Sarah. Also weil went simple past ist, muss auch das Hilfsverb did im simple past stehen. Regel ist, dieses ich auch habe ich immer so, dann eine Form von du als Hilfsverb und dann die Person. Und wenn ich ein Hilfsverb bereits habe in meinem ursprünglichen Satz, dann wird es ähnlich gemacht. Wenn ich sage, Peter must learn English, habe ich ja schon das Hilfsverb must. Und das muss ich dann einfach nur wiederholen. Dann brauche ich ja kein du, ich habe ja schon ein Hilfsverb. So must we. Das heißt nichts anderes als wir auch. Oder Peter can swim very fast. Sarah auch heißt so can Sarah, weil ich ja sozusagen can einfach nur übernehme. Also ich wiederhole, wenn ich ein ich auch oder er auch sagen möchte, mache ich das im Englischen folgendermaßen. Ich nehme so, dann ein Hilfsverb, entweder eine Form von du oder das Hilfsverb aus dem Satz und dann kommt die Person. Das gilt für positive Sätze, also für Sätze, die sagen, ich auch. Was ist denn mit Sätzen, wo ich sage, ich auch nicht, also die ich verneine? Und die sind auf den ersten Blick etwas anders. Und zwar gibt es dafür ein extra Wort, das heißt neither. Neither auch in Amerika gesprochen, das ist in Ordnung, aber neither sage ich hier. Neither wird benutzt für dieses auch nicht. Es ist quasi die Vokabel dafür. Und in diesem neither ist ja sozusagen, ist das N für das not schon drin. Es ist also die, ist die Verneinung schon drin. Dieses nicht, das deutsche nicht, wandert sozusagen ins englische neither rein und ist damit ist schon verneint. Die Reihenfolge ist aber die gleiche. Das heißt, ich habe neither, dann das Hilfsverb, dann die Person. Gucken wir uns das einmal an. Wenn ich sage, ich auch nicht, brauche ich wieder das Hilfsverb. Neither do I. Oder neither does he. Beispiel, Peter doesn't speak English. Neither do I. Ich auch nicht. Und wenn ich schon ein Hilfsverb habe in meinem ursprünglichen Satz, dann brauche ich das einfach nur wieder zu wiederholen. Zum Beispiel, wenn ich sage, I shouldn't eat so much chocolate. Neither should you. Neither, es ist auch nicht. Should ist das Hilfsverb aus meinem ursprünglichen Satz und dann geht es um die jeweilige Person, you. Neither should you, du auch nicht. Oder Peter can't speak English. Can't, also can, ist da als Hilfsverb schon drin. Wenn ich dann sage, ich kann auch nicht, dann sage ich, neither can I. Auch da gilt als Zusammenfassung, neither plus Hilfsverb plus du. Dann gibt es noch eine dritte Variante für Kurzantworten. Das ist aber ich, sehr gesprochenes Englisch. Ich habe einen Aussagesatz und der wird ergänzt, dass dadurch, dass eine Person etwas nicht mag oder nicht macht, aber jemand anderen. Hört sich ziemlich kompliziert an, gucken wir uns einmal am Beispiel an. Wenn ich sagen möchte, Peter didn't travel to England, but Ben did, heißt das, Peter ist nicht nach England gefahren, aber Ben dafür, aber Ben. Und das, diese Short Answer muss wieder das Hilfsverb aufnehmen und in seiner richtigen und gleichen Zeit wie im Aussagesatz. Zweites Beispiel. Sarah doesn't like London, but John does. Da sind wir im Simple Present, da haben wir das als Hilfsverb, also nehme ich das für die Short Answer aus. But John does. Oder I like vegetables. But they don't. Das heißt, hinter dem Simple Present brauche ich das Hilfsverb do und möchte ich es eben verneinen, also ein not. I don't, they don't. Gleiche Regel, gilt auch, wenn ich Hilfsverben habe, die quasi nicht versteckt sind.
Mein Beispielsatz ist can, das heißt, Peter can swim very fast. Ich habe also schon can, but Tom can't. Also Peter kann sehr schnell schwimmen, aber Tom nicht. Also anders als wir auf Deutsch nehmen die Engländer das Hilfsverb immer wieder mit. I wasn't invited to the party, but they were. Also ich war nicht eingeladen, aber die schon. Regel, ich sage but plus Person plus Hilfsverb oder eben eine Form von du als Hilfsverb. Und dann gibt es noch eine vierte Kategorie von Short Answers und die heißt I think so, I expect so, I guess so, I'm afraid. Das ist auch eine Art der sehr englischen Darstellung, weil ich damit sozusagen ein kleines Hintertürchen offen halte. Ich sage nicht so klar ja oder nein, sondern ich bin ein bisschen weniger konkret. Nämlich ich denke schon, das ist damit gemeint. Gucken wir uns das einmal an. Are those tourists English? I think so. Das heißt, ich glaube, dass sie Engländer sind. I think they are English. Oder will you be at home? I expect so. Also ich erwarte es. I expect I will be at home at 8. Oder do you think you will get a pay rise soon? I hope so. Also ich hoffe, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme. Oder do you have to leave early already? Musst du schon los? I'm afraid so. I'm afraid I have to go now. Das heißt, auch das ist eine Kurzform und das ist diese Standardformulierung I think, expect, guess oder be afraid. Zu be afraid möchte ich noch etwas sagen, sozusagen in Klammern. Das Wort to be afraid heißt einmal Angst haben vor. Wenn ich zum Beispiel sage, I'm not afraid of dogs, dann habe ich keine Angst vor Hunden. Wenn ich I'm afraid alleine benutze oder danach etwas ausdrücke, was ich bedauere, dann hat das die gleiche Bedeutung wie I'm sorry. Wenn ich sage, I'm sorry, I will be delayed, dann heißt das, ich entschuldige mich, ich werde zu spät sein. Aber ich kann auch sagen, I'm afraid. Das ist sozusagen kein Unterschied. Da fehlt die Präposition of und damit hat das eher die, drückt es eher das Bedauern aus. Wenn ich also sage, I think so oder ein anderes, dieses vermutende Verb benutze, dann kann ich das natürlich auch verneinen. Also ich kann ja sagen, ich glaube nicht. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten auf Englisch. Ich kann einmal natürlich einfach das Verb verneinen, I don't think so oder I think not. Das heißt auf Deutsch, ich glaube, dass er nicht pünktlich sein wird. Oder das geht auch mit expect, mit erwarten. I don't expect so oder I expect not. Also ich vermute nein oder ich erwarte nicht. Das ist eine Shortform, eine Kurzform von einer längeren Antwort. Ich glaube, dass er nicht pünktlich sein wird. Ich vermute, dass er nicht pünktlich sein wird. Ich gehe davon aus, ich erwarte es. Das heißt, damit kann ich nicht das Verb verneinen, sondern im Prinzip die Aussage mit dem not dahinter. Oder auch wenn ich eine Hoffnung sage, I don't hope so. Ich hoffe, so ist es nicht. Oder I hope not. Ich hoffe, dass das nicht eintritt. Oder I suppose so heißt, ich vermute es so. I don't suppose so. Also ich vermute, dass es nicht der Fall sein wird. Oder I suppose not. Ich möchte das gerne nochmal so erklären. Entweder verneine ich das Verb, also verneine ich think oder expect oder hope mit don't. Oder ich verneine sozusagen die Aussage. Dann verneine ich nicht das Wort think, expect, hope oder suppose, sondern die Aussage dahinter. Und da sage ich nur ein kurzes Wort. Falls Sie dazu Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an mich melden. Ich freue mich über Ihr Feedback. Ich freue mich über Ihre Kommentare. Ich freue mich über Ihre Abos. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Und wenn Sie Lust haben, können Sie auf meiner Homepage sich auch noch mehr von mir anhören und anschauen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. See you next time. Bye for now.